Hallihallo, der Simon aus Bayern. Wird Zeit, dass ich mich mal wieder melde. Ist ja bald vorbei hier unten. Noch etwas über eine Woche, dann ist es hier durch. Kurz vor Weihnachten werde ich dann wieder nach Hause fahren. Ja, war ja dann doch relativ schnell vorbei jetzt. War natürlich schön, dass ich die Gelegenheit hatte, hier mit dem Rocky die ganze Registrierungskiste zu machen. Das Video kam ja auch sehr gut an. Hat sich also innerhalb kürzester Zeit hier zum zweitbeliebtesten Video auf dem Kanal entwickelt, also ganz große Resonanz gegeben, freue ich mich natürlich drüber, staune ich natürlich auch, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich hätte schon vermutet, dass das viele Hände interessiert, dass das jetzt so viele Leute so interessiert, ist schön, aber unerwartet. Ansonsten, was es Neues gibt, einmal zu Alien, da wird im Moment ja viel diskutiert, ja, Lackschädel ist leider normal. Also ich kenne jetzt auch andere Leute, denen das in großer Zahl passiert, dass da der Lack abblättert. Die Dinger sind halt schon sehr gut technisch, aber scheiße lackiert. Das ist halt, bei Smog gibt es halt irgendwie immer Pferdefuß. Das ist wirklich unglaublich. Die bauen so schöne Sachen und dann stellst du dann hinterher immer noch sowas raus. Beim TV8, mit dem Pol, jetzt bei der Alien das mit dem Lack. Also es fehlt immer noch so das letzte Quäntchen, um wirklich so perfekt zu sein. Also Smog hat da irgendwie immer so ein bisschen blinde Flecken beim Qualitätsmanagement, was schade ist. Ansonsten, ihr kennt es aus meinem Messevideo, mir ist ja in Oberhausen meine RX, meine Renault, in einem Parkhaus ein gesamtes Stockwerk runtergeknallt, hat das tatsächlich überlebt. Jetzt ist die vorgestern mir aus der Hand gefallen und vielleicht 50 Zentimeter tief. Ich sag mal, im Sitzen aus der Hand auf dem Fußboden, wie hoch ist das? 50, 60 Zentimeter? Danach hatte die schon so kleine Aussetzer. Da hatte ich sie gestern mit zum Rocky und habe gedacht, na, guck mal hier. Da haben wir da zusammen drauf geschaut, was könnte das sein? Hab ihm das, also wollte ihm das vorführen, ne? Dass da irgendwie die Klappe hat da die Batterie, also die äußere Batterie so verschoben, dass da kein Kontakt war. Dann ging sie mal an und aus und an und aus. Da habe ich gedacht, ist vielleicht die Feder, war es aber nicht. Und in dem Moment, wo ich also das zeigen will, gibt es ein paar Überschlagblitze zwischen dem Gerät und meiner Hand, die die Klappe hält. Und es hat wirklich. Das hat man also auch durch den ganzen Laden gehört, habe ich mir hinterher sagen lassen. Da waren nämlich einige Leute ein paar Meter weg, haben das trotzdem noch gehört. Ich habe mächtig einen gezwirbelt gekriegt. Das Gerät ist hin, die RX ist völlig, völlig tot. Und die Batterie habe ich erstmal nach draußen gebracht. Die hat nämlich die nächsten 10 Minuten noch Temperatur gewonnen. Also die Batterie war durch. Ich denke auch nicht, dass da sehr viel zum Entgase gefehlt hat, weil die war nämlich dann nach den 10 Minuten schweineheiß. Schweineheiß. Und am Anfang war halt nur der Pol oben heiß, der Pluspol. Die wurde dann aber komplett heiß. Wie gesagt, die Batterie war durch. Ist eigentlich erstaunlich, dass oben die Kappe nicht abgeplatzt ist, weil was da chemisch passiert ist, ist auf jeden Fall nicht gut für die Batterie gewesen. Ja, jetzt habe ich Glück gehabt, dass der Rocky noch ein altes Vorführgerät hatte. Der hat ja inzwischen nur noch die RX-23 da, die alte RXS nicht mehr. Da habe ich also die letzte RXS, die noch so als Vorführgerät da rumdödelte, relativ günstig bekommen, was wie gesagt ein Glücksfall war. Weil ich nicht so ein Fan von dieser Klappe von der 2.3 bin, muss man halt mögen. Ich mag das mit der Magnetklappe halt lieber. Ich finde das irgendwie besser. Sie sitzt nicht ganz so fest wie bei der X, muss ich feststellen. Also die hat ein bisschen satter gegriffen von den Magneten, aber wie gesagt, ich mag Magnetplatte lieber als so eine dünnen Clip-Verschlüsse. Ich habe also bei der Kuboid da so meine Erfahrungen gemacht mit diesen dünnen kleinen Schieberiegelchen und das hat die RX23 ja auch. Ich will da nichts unterstellen und ich kenne auch keinen, wo das kaputt gegangen ist, aber ich bin so ein Bewegungslegastheniker, ich reiß dann rum und breche das ab, das weiß ich. Ist einfach für so einen ungelenkten Menschen wie mich nicht geeignet. Ansonsten, da es das jetzt hier zwischen hier natürlich auch gibt, habe ich mich direkt wieder versorgt mit The Welcome Rabbit Liquids, die großartig sind. Im Moment im Engine auch sehr lustig, wollte ich mir eigentlich nie kaufen. Da ich aber auch zwei TV8s zerstört habe in der Zeit, die ich hier bin, tatsächlich, die sind beide fertig, die Tanks. Auch durch diverse Stürze und Rumschraube und mache und gut, bei einem der Sift und ich weiß nicht wieso, ich habe alle Ringe getauscht, alles geguckt, ich kann es mir nicht erklären, auch kein anderer. Der ist einfach so durch. Das war mein erster, den ich also jetzt wirklich seit der TV8 raus ist, täglich benutzt habe. Keine Ahnung. Ja, und das Einzige, was mir noch so zugesagt hat, war ein Engine. Der wird ja immer noch groß gehypt. Wie gesagt, eigentlich wollte ich ihn mir nicht holen. Ich habe ja noch Selbstwickler. Aber nun ist es halt so. Ja, ist ein ganz nettes Gerät. Erinnert geschmacklich und auch vom Deckaufbau unten so ein bisschen an den Aromameiser. Auch wenn die Luftführung da ein bisschen anders ist. Aber wie gesagt, ist geschmacklich gut. Und ist vor allen Dingen auch ganz gut in nicht ganz so hohen Wattbereichen, was den Liquidverbrauch natürlich ein bisschen drückt. Ansonsten würde ich sagen, ich melde mich dann nochmal spätestens auf dem Heimweg und wenn ich dann wieder zu Hause bin und vor allen Dingen Anfang Januar,
Dann werde ich mal anfangen, ein paar Dinge umzustrukturieren. Da wird sich nämlich dann einiges ein bisschen ändern. Habe ich ja hier und da auch schon mal angekündigt. Da gibt es dann im Januar mehr dazu, wie ich mir das vorstelle. Die Formate werden sich ein bisschen ändern. Einige Sachen werden ein bisschen aufgeteilt. Und da auch die ganze Geschichte mit den Exiltagebüchern jetzt insgesamt gar nicht so schlecht ankommt, wird es ankam. Wird es da auch ein ähnliches Format geben, wo ich dann immer mal so kurze Schnipsel zu einzelnen Themen mache vielleicht. Aber wie gesagt, da sage ich dann Anfang Januar oder spätestens Mitte Januar nochmal was dazu. Ansonsten lasst euch Weihnachten gut gehen, ja, fresst euch schön die Ranze voll, genießt die Zeit. Ich hoffe ja, es wird nochmal kälter, weil jetzt haben wir ja schon wieder Frühlingstemperaturen und Weihnachten dürfte es ruhig ein bisschen frostig sein, weil in meiner kleinen Welt gehört das einfach dazu. Weiß ich nicht, kann man auch anders sehen, ist auch schön, wenn schönes Wetter ist, aber zu Weihnachten könnte es schon kalt sein und ein Glühwein bei 15 Grad plus ist ja auch irgendwie ungeil. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Peace!